Willkommen zu den ersten Shoutcasts auf meinem Channel. Big Panda und Zigzag Owns spielen gegeneinander. Und sagt einfach mal Hallo. Hi. Hallo. Big Panda steht in Führung fürs Erste. Und das haben die echt neu gemacht, diese Anzeige. Das ist echt cool. Natürlich muss Zigzag Owns mit einem Female Char spielen. Sehr schön. Das macht ADV. Ich hab wieder mal vergessen. Das ist ja cool. Links steht sogar Sniper. Da ich das 101 verloren habe, muss ich das Shoutcast machen. Zwar stehe ich nicht auf Shoutcast, aber naja, ich hoffe, ich stehe euch auch nicht mit Soundgaming, aber nevermind. Ihr könnt ja ein bisschen labern. Sollen wir labern? Was ist das? Keine Ahnung und keine Ausdauer mehr. Naja, auf jeden Fall, ihr seht Zigzag Owns, der natürlich ein Female Char. Female Char anhat. So wie im letzten 101. Alter, weißt du, wo ich bin? Ja, wenn du da oben stehst und hinter der Kiste verschwindest. Frag mich noch mal eine Woche nach einem 101, okay? Dann zieh ich dich. Ja, ja, mach ich. Und dann wetten wir wieder um eine 10er Pace of Car. Wenn wir mal. Auf jeden. Der trainiert dann. Ne, ich trainiere nicht, ich spiele nur ein bisschen. Ich spiele mit verschiedenen Waffen und dann eigne ich mir eine an, die richtig gut ist. Mit der ich richtig gut zocken kann. Keine Ahnung. Ich denke mal, ich bleib bei der Baretta. Kommt dann dazu. Glitchen. Na klar. Toll. Schön. Warum schaue ich dir eigentlich? Ja, na klar. Schade, dass man nicht die Visierung hier sieht. Ich will hier einfach mal durchs Spielfeld fliegen. So viel spannender. Aha. Bam, Headshot. Und was ist los? Nix, ich hasse. Ich hasse diese Female Chars, Mann. Ja, ich auch, die sind viel zu dünn. Sind die magersüchtig? Bist du magersüchtig? Zickzack auch? Glaubst du, hast wirklich. Oh, ein schöner Po. Aber leicht verpixelt. Übrigens, dein Sidecut ist richtig hässlich. Was? Der Sidecut des Chars ist richtig hässlich, finde ich. Ja. Also da, wo diese Raster drinne sind. Aber ich mag LA Sport, das ist ja kein Ding, aber. Naja. Ich mag den auch, aber ich hasse es, gegen ihn zu spielen. Bididi. Bock viel mehr rumzufliegen, ey, ganz ehrlich. Kann ich das so dramatisch machen, weißt du, fliegt so um ihn und so. Und dann verfolge ich einfach mal eiskalt seinen Schuss. Zack, und in seinen Kopf. Was ist denn los? In ihr Kopf, Entschuldigung. Oder was auch immer. Boah, Digga, du mit deinem verfickten Female-Charakter, Mann. Was ist denn los? Selbst ich hab ihn gezogen. Ja, ich aber eben halt nicht Sniper. So, jetzt aber komm. Dem, dem, dem. Selbst ich hab ihn fertig gemacht, Panda, hau rein. Sogar Haus hoch. Du hast mich überhaupt nicht abgezogen. Ich mein Zigzag. Ach so. Und Tivus, wir müssen noch ein Dingens machen. Was? 101, wenn ich einen neuen Laptop hab. Meinst du, so viel ändert sich? Ich mein 4018. Ja, Alter, ich spiele mit 30 FPS oder 50 in 101. Das ist schon ziemlich wenig.
Hast du viele Hintergrundprogramme laufen? Naja, wir sind eigentlich beim Shoutcast, ne? Also ist jetzt erstmal scheißegal. ja, ich schau einfach mal wieder den Char zu. Bock gar nicht. So war das, ne? Ja. Wie du willst, Digga. Ja, ich hab Warning. Sieh mal ran mit der Patriot. Ich? Sieht dann viel eleganter aus, ja. Ich versuch's mal. Du kannst beide ranvisieren. Ich kann mit der Sniper anvisieren, wenn du willst. Ja, dann mach Hardscope. Gott, das ist ganz gut. Viel zu unsicher auf Distanz. Dummer Female-Charakter. Schade. Naja, wenn man schon Geld dafür bezahlt hat, soll man das schon benutzen. Ich habe kein Problem dagegen. Da. Man ärgert sich nur ein bisschen, ne? Und der Charakter regt immer die anderen Gegenspieler auf. Gegner. Gegenspieler. Mausback. Winkel mal. Irgendwie finde ich die Patriots ein bisschen beschissen aus. Boah, ich finde die geil. Ja, finde ich eigentlich auch, aber die sieht mir leicht beschissen aus. Irgendwie regt die Form auf. Und dass die Hand so groß ist, das finde ich scheiße irgendwie. Ja, finde ich aber von Call of Duty ein bisschen fake. Außerdem sind das schon harte Unterschiede, würdest du jetzt das mit der Dual Desert Rain und alles so einfach nur vergleichen. Manches ist so groß, manches ist so klein, das ist immer so verschieden. Ja, das ist der Arcane Support. Hier frisst das. Schöne Sache. Scheiße. Wie hart bist du denn am Quickscope, ey? Das kann ich ja überhaupt nicht. Todgesprayer. Hol dir eine MG oder eine SMG. Man hat da keine Chance. Das ist langweilig, der Shoutcast. Das war ein Hit, Alter. Ja, war ein Hit. Was ist denn da los? Ich mach mal so mit mehr Begeisterung. Und er schießt in der Luft. Oh, das war knapp. Er hat ihn leider verfehlt. Das war nah an seinen Kopf voran. vorbei, meinte ich. Entschuldigung. Schöner Quickscope von BigPanda.Sternchen. Er hat eine Sniper, wechselt immer zu Desert, das hört sich sehr kritisch an. Er versucht wieder einen Jumpshot, oh, er fehlt wieder, hat die coolen Desert in der Hand und er schießt, nein! Okay, Zickzack Owens steigt langsam, er nimmt die AWMX mit. Oh, die Nate hätte ihn fast getroffen, aber er hat noch 100 HP. Keine Sorge, er versucht sich mit Sniper, er visiert Panda an. Und Hardscope, erfolgreich, meine lieben Leute. 100 HP hat er gezogen, 100 HP, ungelogen, 100 HP. Und er Hardscope wieder, sehr schön zu sehen. Wow. Big Panda versucht es ebenfalls. Ah, er hatte Knife, und wie Big Panda Punkt Sternchen fehlt. Ich muss ja schon sagen, dieses Spiel ist seit 2002 das Interessante. Sowas gab es noch nie, Leute. Sowas gab es noch nie, ich wiederhole. Zickzack Owns, kontert mit Hardscope. Sehr schön von Big Panda, er kontert mit Doppelzoom Hardscope. Springt hoffentlich runter, ich weiß jetzt nicht, er campt da oben. Aber Zickzack Owns hat 100 HP, 18 Kills und 22 Deaths. Er Hardscoped jetzt und... Big Panda will sich erfolgreich schlagen in der Luft. Nein, er fehlt wieder. Er hat zur Golden Desert gewechselt. Hat ihm einen Hitmarker gegeben. Und Big Panda, Punkt, Sternchen, hat ihn wieder getroffen. Also Leute, Fazit ist, Hardscope ist besser als Quickscope. Ein schöner Headshot. Wirklich schön anzusehen. Oh, und
Was zur Hölle? Ja, zickzack, owns, owns wieder. Also. Ja. Er versucht sich wieder mit der XM8. Na, XM8 sag ich schon. Ah, wir haben Xmas. Das war eigentlich ein One-Shot-Headshot, aber naja, okay. Big Panda mit der Sniper, beide versuchen sich mit der Sniper. Und zickzack, owns Contact mit Hardscope. Ungenau, okay. Ja. Jetzt spielen beide auf dieser oberen Kante. Nein, sie sind beide runtergesprungen. Und Big Panda geht auf die Kiste. Geht doch nicht auf die Kiste, er geht auf die Mauer. Auf die Lauer. Nee, auf der Mauer. Nein, Entschuldigung. Beide mit Golden Desert. Wow, wirklich ein Spektakel. Wow. Bravo. Entschuldigung, es ist schon zu spät. Oh, Dicker, das war in dein Arsch hinein. Einen schönen Ass-Shot. In die ich meinte, in die Tasche hinein. Was denn da los? Er versucht sie. Oh, mit der Golden Desert. Okay, ich switch mal zu Zickzack Owns. Und er ownt wieder. Zickzack Owns ownt. Was denn da los? Und er verpasst. Nein, Big Panda verpasst mit der KSG. Er hat jetzt die Field Shuffle in der Hand. KSG. Die Shotgun meinte ich. Wie schnell sie schießt. Er kommt nicht mehr klar, ist schon fast wie ein Speedhack, so sieht das aus. Und wie er die Bullets in das Gesäß der KSG reinsteckt, einfach atemberaubend. Jetzt springt er runter, versucht wieder einen Jumpshot und er hat einen 360 gemacht, aber er hat ihn gefehlt. Also, das war eher sowas wie ein Dropshot, weil er gelandet ist. Was soll man dazu sagen? Ich meine, wow, einfach nur spektakulär, dass er eine Schaufel in der Hand hat. Spektakulär. Leute, abonniert mich dafür. Und einen erfolgreichen Wallshot. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Er dreht auf, er dreht auf. Big Panda. Big Panda. Bravo. Und, was denn los? Zickzack Owns wird nervös. Was denn los mit der Golden Desert? Und er wurde schon wieder geowned. So ein hässliches Ding. Was denn los? Was denn los? In der Hose. Okay. Und er ist schon wieder oben. Versucht sich mit der Shotgun durchzusetzen und diesmal wurde er geowned von Zickzack Owns mit der Golden Desert. Grandios, beide haben 100 HP, jetzt ist schon wieder sowas wie ausgeglichen. Naja, nicht wirklich ausgeglichen, denn 23 zu 32 steht es, oder besser gesagt 32 zu 23. Noch 7 Minuten und 10 Sekunden bis zum Spielende, aber ich denke mal, das wird schneller enden. Denn es fehlen jetzt nur noch 8 Kills, das, also wenn Big Panda die erfolgreich abschließt, hat er gewonnen und tja, Zickzack Owns braucht noch 16. Okay. Ich weiß nicht mehr, worüber wir laden können und erzähl mal was, ey. Geht das Wetter wohl? Keine Ahnung, Alter. Ich hab so viel Spucke gerade verloren. Mein Mund ist dehydriert. Mein Mund ist so hart dehydriert, ey. Muss wieder Du trinkst alle 2 Minuten was, Mann. Mhm. Mann, ich bin müde. Ich will schlafen eigentlich. Scheiß 101s. Zu viele gemacht. Ja, 6 so. 5 oder 6 Stück hintereinander. Okay. Big Panda ist wieder oben. He's on the top, and right now he wants to do a trick shot, and he is walling, he got a 360 spin aimbot, and maybe he wants to kill his family. Zickzack Owns has a, Entschuldigung, have a M4 Patriot, and he gonna make a kill now. Oh, Big Panda tried a trick shot, but he failed, so Zickzack Owns. Oh, headshot! Big Panda is on the bottom, on the ground. Now Zickzack Owns try to own him twice times. Oh, twice times. OMG, OMG. Okay. Now XM8. Yeah, I told ya. AWM Xmas is on the start. Oder was zur Hölle, was ist da los? Mein Englisch ist very bad. But I'm trying to say.
Okay, noch 5 Kills, solange habe ich noch Englisch drin. Okay, 6 Accounts try to kill him with the Desert Eagle Gold. And yes, he do it. He finish it. So he take the AWM Xmas and Hardscope. Double Hardscope, double Zoom Hardscope. And try to kill Big Panda, but Big Panda also got a AWM Xmas. So the AWM Xmas is a very nice sniper because this design is fabulous. I told you, fabulous. Meine Phrase. Nein, ich kann nicht mehr, ey. Sieht einfach awesome. Awesome, ne? Fabulous hört sich eleganter an. Und Big Panda versucht sich wieder mit dem Trickshot. Oh, und er fehlt schon wieder. Was soll es denn los mit dir? Und was da los? Zickzack Owens mit der Desert Gold. Er macht Rampage, ey. Er ist voll am Start. Er ballert sie alle weg. Oha, 35 zu 30. Was denn da los? Was denn da los? Und er fehlt schon wieder. Ich hatte einen kurzzeitigen Black. Black. Aber er versucht sich wieder mit der Golden Desert. Er schießt grandios. Big Panda hat ihn einen Headshot verpasst. Ich hab's aufgefrapst. OMG. OMG. Yeah. OMG. Zigzag Bones am Start. Ganz spektakulär. Jetzt fliegen wir mal wieder durch die Map. Und er ist gestorben. Zigzag Bones. Naja, was soll man machen? Ich bin jetzt hinter ihm mit der Cam und... Oh, schön gemacht. Schön gemacht. Schön gemacht. Was soll es jetzt los? Was soll es jetzt los? Die ballern sich ab, genau. Er knallt die Schlampe. Was ist da los? Also, er fehlt schon wieder mit der AWM Xmas. Aber warum sag ich AWM Xmas? Ich meine, AWM reicht. Okay. Die versuchen sich jetzt so... Das ist das Katz-und-Maus-Spiel, weil man ist immer hinter der Ecke und dann weiß man nicht, oh, ist er jetzt auf der anderen Seite oder auf der Seite? Aber Big Panda führt. Und noch ein Kill, denn... hat er ihn doch noch getroffen. Das war eigentlich schon ganz schön knapp. Big Panda braucht jetzt nur noch einen Kill für den Final Kill. Für den... Win. Damit der Win für ihn entschieden ist. Er versucht sich mit Sniper. Warum er das bei mir beim 101 gemacht hat, weiß ich auch nicht. Aber, na schön. Na schön. Okay. Ja. Okay, Grüße zurück. Was da los? Zickzack Owens. Also, wenn jetzt Big Panda immer noch bei der AWM bleibt, was ich bezweifle, hat er schlechte Karten, denn die M4 ist ja allgemein. Naja, er hat die Desert, also ist alles offen. Okay. Also, Big Panda hat gewonnen und das Spiel ist entschieden. Vielen Dank. Vielen Dank, dass das jetzt vorbei ist. Lad das mal direkt YouTube hoch, Mann. Digga, ich muss das noch rendern. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut einfach mal in der Beschreibung nach. Da ist nochmal Big Panda. Kanal. Interessiert niemanden. Ich bin gerade angepisst. Ja, ist so. Jetzt hört auf zu lachen, Mann. Ganz ehrlich. Ich bin müde. So. Ja, schaut einfach mal in der Beschreibung nach. Oder Linkbeschreibung, ich weiß es jetzt nicht mehr. Beschreibung nach, da findet ihr Big Pandas Kanal. Entschuldigung. Und warum hast du dich ausgeloggt? Nicht gucken. Ich? Ja. Ja, wieso nicht? Also. Du verstehst es nicht. Egal, jetzt haltet Maul. Entschuldigung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen, ja. Schaut einfach mal bei meinem Partnerkanal nach, schaut in der Beschreibung nach zu Big Pandas Kanal. Da findet ihr auch noch ein paar Videos oder sowas. Abonniert einfach mal. Und sagt es euren Freunden weiter, wenn ihr jetzt noch Waffen habt, zum Beispiel, keine Ahnung was für Waffen. Auf jeden Fall im Black Market. Denn wäre nett, wenn ich die reviewen könnte, wenn ich die noch nicht reviewed habe. Und wenn ihr das noch nicht wisst, dann schaut einfach mal bei den Waffen nach, also bei den Waffenreviews, die ich schon gemacht habe. Und ich habe 23.000 GP. Geil. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.